Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Flammen. In der letzten Folge haben wir gegen einen Drachen namens, wie heißt der? Iloyanka, gemacht. Und, ja. Voll gestört. Wie heißt der? Ich hab extra jetzt noch, nachdem ich den Part aufgenommen hab, geguckt. Also in der Monster, im Monsterarchiv hier wieder nochmal heißt und mit dem Namen so 1:1 aufgeschrieben. Und ja, wir gehen direkt ins nächste Portal. Ist jetzt der vierte, wo ich reingegangen bin, oder? So, hat nichts geändert, hat sich nichts geändert hier. Ist direkt nach dem letzten Part hier. Nichts gelevelt, nichts geändert. Und da ist ein dickes, fettes Drachenviech. Killwern. Level 116 mit 800. Oh, ihr seid gegen alles widerstanden. Das bin ich ehrlich. Au. Tschüss. Okay, die normalen Gegner, die sind schon mal heftig. Oh Gott, Gesundheitswiederherstellung hast du, ne? Ja, das war schwer. Ich tue mich jetzt nicht mit den normalen Gegnern hier abrackern. Aber nur weil die normalen Gegner hier so schwierig sind, dass er nicht hat, der Boss irgendwie unmöglich ist. Überraschenderweise oft ja so gewesen. Und was bist du? Ist mich irgendwie an so Metallschleim von Dragon Quest. Und auf den ersten Blick habe ich gedacht irgendwie, oh. Wenn ich den erlege, kriege ich irgendwie 10 Milliarden Erfahrungspunkte oder so. Tengu Maske. Okay. Ja, aber Tengus sind weiblich. Man muss jetzt nicht. Weiß man, wer oder was der nächste Boss ist, wie sehr der oder die uns fertig macht. Ja, ein bisschen Schiss, könnte ja böse enden, aber ich möchte jetzt schon wieder trainieren. Vor allem das Training dauert auch ganz schön lange noch. Man kann dich nicht mehr so vernünftig leveln. Die Golems, die gehen nur bis Level, weiß ich nicht, 116 oder irgendwie sowas. Irgendwann kriege ich keine Erfahrungspunkte mehr bei denen. Chromo, du bist jetzt wieder irgendwas Wichtiges hier, ne? Okay, Windangriffskraft. Und Verteidigung plus 4. Ich muss echt googeln, was es mit diesen Dingern auf sich hat. Wahrscheinlich ist das voll einfach irgendwie und man kriegt irgendwie, weiß ich nicht, voll schnell irgendwie ultimative Rüstungssachen oder irgendwie sowas. Könnte ich mir vorstellen. Hoffentlich. Bitte. Weil so sehr viel schneller werde ich jetzt nicht mehr. Schneller, stärker meine ich. Ich will den Schwierigkeitsgrad noch runterstellen, aber nö. Hallo? Ja. Sei mal nicht voll geheilt, Mann. Ob der jetzt hochgegangen bisschen, wenn ich den nächsten Kampf schaffe, kriege ich glaube ich ein Level ab, ne? Jetzt aber schnurstracks hier zum Boss. Kann schon Schlimmes passieren, außer dass wir alle sterben. Lass es irgendein Gegner sein, wo ich die Wasseramortisierung einsetzen kann, weil das wäre sehr gut. Aber so vom Weiten den Gegner absnipen, das wäre sehr chillig. Aber ich bezweifle, dass ich noch mal so viel Glück habe. Am besten noch so ein Gegner, der gegen Wasser anfällig ist, ne? Das wäre perfekt. So, ich gucke nicht nach unten, obwohl ich
den Gegner wahrscheinlich noch nicht sehen kann. Und bitte lasst jemanden sein, der irgendwie so eine Kugel hinterlässt, damit es ja da lohnt. Das Kräuter. Quietschring, was? Oh, das ist auch schon wieder. Oh. Ich muss wirklich nachgucken, was mit diesen Dingern auf sich hat. Dauer von Werterhöhung plus 15%. So. Was haben wir da unten? Monster, Gegner. Nee. Nee, oder? Hey, ich krieg die Krise. Da steht er da einfach so. Als wäre es ihm vollkommen egal. Was wahrscheinlich auch der Fall ist. Boah, ich krieg die Krise. Mein absoluter Lieblingscharakter in der ganzen Tales of Serie. Als Boss in diesem Spiel. Ja, das gibt's doch nicht. Ah, okay. Was geht ab, Jade? Schlitz dich auf. So, Jade. Mit nur 34.000 AP, aber das ist nicht so ausschlaggebend. Normalerweise ergebend, vor allem. Mit dem mir ist nicht zu spaßen. Ich kann spüren, wie seine Augen mich die ganze Zeit beobachten. Nicht auf die unheimliche Art, eher berechnend. Mein Gefühl sagt mir, dass der hier echt gefährlich ist. Er ist kein durch und durch böser Kerl. Er ist jemand, dessen böse Seite man nicht unbedingt kennenlernen will, sagen wir es mal so. Okay, wenn Jade 1 ist, dann... Oh Gott. Er kann ja Magie einsetzen. Aber ich sehe gerade, er ist nicht gegen Wasser. Okay, also Mikleo. Was? Ja, wenn einer was von Brillen versteht, dann Mikleo mit seiner Sonnenbrille. Oh Gott. Der hat uns one-hitted. Könnte mir mal sagen, warum ihr nicht eure Dingens einsetzt, verdammt. Komm her. Was machst du denn hier, verdammt? Wer den Charakter aus irgendwelchen Grund nicht kennt, Jade ist der größte Troll überhaupt. Der hat sich teleportiert. Oh Gott. Warum sind meine SK die ganze Zeit unten? Oh nee, ich sehe gerade. Zurück geht er nicht auf mich los. Bin ich erstmal froh. Magiegegner müssen nicht auf mich losgehen. Sophie und Jade. Okay. Ist dafür schon eine Kombination. Das kann nicht gut ausgehen. Meine Beziehung von... Von Malik und Sophie war schon nicht sehr gut. Ich kann mir nur vorstellen, wie Jade Sophie jede Sekunde irgendeinen Mist erzählt. Und Sophie glaubt das natürlich alles. Ich habe schon von Malik alles geglaubt. Ach, komm schon. Ging mal noch down. Aua. Weg! Aua. Aua, das hat so lange gedauert. Er hat aber die Originalstimme, oder? Ich kenne die Originalstimme von dem nicht so gut. Die englische Stimme von denen ist aber auch awesome. So, jetzt ganz schnell. Oh, leck mich. Hör auf zu blocken, Jade.
Boah, wenn der mit einer Mystic Art vorbeikommt, ne? Der Mystic Cage und Indignation. Wäre richtig geil, wenn man Indignation mal wieder sehen könnte in einem der neuen Teile. Der jetzt schon Ewigkeiten her ist. Und der wehrt einfach ab. Oh, ist eigentlich nicht schlecht. Wehr ruhig ab. Besser als wenn du angreifst. Oh, jemand fällt dann halt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der tut irgendwas Großes vorbereiten. Oh Gott. Böse Erinnerung aus Tales of Symphonia. Oh, das war's jetzt aber. Nein. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Oh, sehr gut. Geh weg. Oh, sehr gut. Oh, Level up. Sehr schön. Und wir haben eine Levelkugel, HP-Kugel bekommen. Sehr gut. Warum haben wir von Sophie keine bekommen? Jetzt bin ich mal gespannt, was der zu sagen hat. いや、はや見えない敵だらけ。厄介な世界ですね。あなた。これは申し遅れました。私はジェイドカーです。俺は失礼って言います。ジェイドさんが見えているのですね。私たちやヒューマンが。ええ。たとえ不可視でも空間構成素子には何らかの影響を及ぼしているはず。その揺らぎを検出、視覚化するようメガネに細工をしてみたのですが。 マジでメガネが理由だったか。とかだったら面白いですね。じゃあなぜ見えてるのか。それに声まで。さあ。Genau das meine ich。ニボの苦手なタイプのようね。エドナと同じだ。おふざけはそのくらいにして。そろそろ私が元の世界へ戻る方法を教えていただきましょうか。 その世界から来たっていうのか。はい。何らかの力が時空に干渉して私たちをこの世界に引きずり込んだようです。Einfach so。詳しく調べないと何とも言えませんが、この遺跡が発する力場が原因なのは間違いなさそうですね。全く迷惑な話です。ですが私たちもどうしたらいいか。おや、あなた方も知らないというのですか。これは困りましたね。 やはり力の発生源を叩くしかありませんか。力の発生源、領域のことか。それをそう呼んでいるならそうなりますね。しかし強力な領域が複数あるようです。となるとあのお嬢さんの方が元凶に当たってしまうかもしれませんね。え？いえ、こちらの話です。 では私はこれで。なんだあれ。別の世界なんて信じられないよね。ローゼちゃん、それをここで言う？それもそっか。Drittes Auge erhalten. HP um 1. Okay. Drittes Auge, was? Einen auf Tension Han oder was? Das ist einfach schon eine Erleichterung. Augenklappe. Also ich bei ihm nicht. Und wir hatten jemand hier irgendwie so. Okay, was?
Ist echt wie Tenshinhan. Tenshinhan Shippuden confirmed. Da muss niemand verstehen, ist ein Insider. Eine Person, die wahrscheinlich sowieso nicht dieses Projekt guckt. Aber okay. Wenn ich mir ganz sicher bin, dass sie dieses Projekt nicht guckt. Aber okay, welches Level war er denn jetzt? 149. Aber die beiden waren stärker als jetzt hier. Die, wo ist er hier? Mein Gott. Finster Trails war sogar stärker als Agni. Stimmt. Beim er hat 58, ne? Und er hat 100.000. Die beiden haben 36. Er hatte weniger als Sophie, was? Aber die kommen wahrscheinlich nochmal zusammen, ne? Ein Team. Stelle ich mir auch schon so weit von vor. Aber egal, ich hab Bock noch weiter zu trainieren auf Screen. Wir müssen mit dem Level jetzt hier alles schaffen. Aber wenn das wie in Tales of Graces F ist, dann werde ich noch eine ganze Weile trainieren müssen. Was? Okay, den habe ich jetzt nicht so verstanden. Alles klar. Ja, Jade, besser Charakter in ganz Tales of. Ohne Vergleich. Also, wer ihn nicht kennt, weiß nicht, Tales of the Abyss spielen oder auf YouTube irgendwie Jade googeln, YouTube, was weiß ich. Wisst ihr, was ich meine? Okay, wie sieht's denn jetzt hier herrscherlandsmäßig aus? Muss man ja auch noch denken, ich habe ja noch diesen Effekt, ne? Gut. Dann bin ich jetzt hier im Part und gucken mal, ob wir in der nächsten Folge im Cache Nummer 5 schon weiterkommen können. Welcher hier ist, nehme ich an. Ah, okay. Wird schwierig. Aber ich habe noch alles Teile und so, das dürfte eigentlich zu schaffen sein. Weil wir kriegen immer mehr HP dadurch. Das ist auch gut. In dem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zur nächsten Folge.